Hallo und herzlich willkommen am Flugplatz in Langenlonsheim. Wir befinden uns in einer Delta Mike Charlie Romeo November, eine C42C mit einem Rotax-Motor mit 100 PS. Und wir befinden uns in der Startphase am Rollhalt Piste 01. Es geht nach Markdorf an den Bodensee. Wir wollen nämlich die Aero 2019 besuchen. Die letzten Vorbereitungen laufen gerade, Startcheck nochmal. Ja, die Piste ist frei, wir können starten, sind abflugbereit und schieben den Gashebel nach vorne, um Vollgas zu geben. Und dann beschleunigen wir die C42, entlasten das Bugrad und ab einer Geschwindigkeit von ca. 80 bis 85 können wir langsam am Steuerknüppel ziehen und die C42 hebt ganz elegant ab. Wir steigen so ca. mit 2,5 bis 3 Meter. Wir haben gute Bedingungen, bisher eine tolle Sicht und wir hatten nordöstlichen Wind mit ca. 10 bis 12 Knoten, also alles relativ entspannt. Wir befinden uns hier noch in der Platzrunde von Langenlonsheim. Langenlonsheim befindet sich zwischen Bad Kreuznach und Bingen in Rheinland-Pfalz. Unsere Route wird dann nach Süden gehen. Wir fliegen nach Markdorf. Das ist eigentlich ein reiner Segelflugplatz, aber an diesem Wochenende für die Aero extra erweitert worden, dass auch UL-Flugzeuge dort landen können. Das werden wir in Anspruch nehmen. Markdorf ist ca. 15 Kilometer von Friedrichshafen entfernt. Und der ganze Anflug und das ganze Handling ist einfacher, als direkt nach Friedrichshafen zu fliegen. Und natürlich auch deutlich günstiger. Ja, wir sind dann hier Richtung Karlsruhe unterwegs und da sieht man mal, wie viele Spargelfelder es gibt. Das sind die Felder, die alle mit einer Plastikfolie abgedeckt sind. Sieht schon sehr imposant aus der Luft aus. Noch ist die Sicht und das Wetter top. Man merkt schon, es wird schon ein bisschen diesiger, aber alles noch im grünen Bereich. Die Wetterprognose im Garfor war optimal, also wir sind gestartet in Blau, das heißt wir haben eine Sicht von mehr als 10 Kilometer. Der Zielflugplatz Markdorf war in Grün, das ist auch noch super, also von daher haben wir uns erstmal keine Sorgen gemacht oder irgendwelche Bedenken gehabt. Ja, wir konnten letztendlich den Flug ganz gut genießen, es war teilweise relativ turbulent. Wir hatten relativ viel Thermik, was hin und wieder mal dazu führte, dass die C42 ganz schön durchgeschüttelt wurde. Aber soweit alles gut. Hier sieht man die Strecke nochmal auf der Karte, in Edel gestartet. Dann sind wir in südliche Richtung vorbei an Worms und Mannheim geflogen, haben natürlich die EDRs beachtet. Dann sind wir westlich von Stuttgart weitergeflogen. Ab da wurde dann die Sicht auch deutlich schlechter, haben die EDR natürlich umflogen. Und dann ging es so langsam Richtung Bodensee und die Flugzeit war 2 Stunden, Spritverbrauch ca. 31 Liter. Ca. 10 Minuten vor Markdorf haben wir uns dann entsprechend angemeldet, haben die Landeinformationen bekommen und haben dann unsere Landung durchführen können. Gelandet. Super. Ziemlich laut hier, weil hier gerade Hubschrauberschulung ist, aber wir sind top gelandet bei wirklich interessanter Sicht. Also es wurde leider immer schlechter. Deswegen habe ich auch vergessen, auf den Knopf zu drücken und um die Landung zu filmen. Jetzt machen wir mal kurz den Hubschrauber hier. Ja, die Piste ist eigentlich relativ easy, man hat sie ganz gut aus der Luft gesehen. Was mich irritierte war, wo die Piste anfängt, auf einmal kommt nochmal so ein Feldweg dazwischen. Weg, ja. Da habe ich mich dann nicht getraut, vorher aufzusetzen, bin dann kurz vor der Haltmarkierung aufgesetzt. Hat aber soweit alles gut geklappt. Wind war auch okay, es war ganz ordentlich, ich schätze mal so Windstärke 3 bis 5, je nachdem, ob die Böe kommt. 4. Also wohl 4, ja. Ja, alles gut. Ja, jetzt packen wir auf. Das Maschinenteam. Eiskalt. Genau, eisekalt ist es. Wirklich eisekalt. Wintereinbruch. Deswegen haben wir auch hier unsere schönen Mützchen auf. Ja, was machen wir als nächstes? Wir befestigen natürlich die Maschine, weil wir werden jetzt hier von Markdorf gleich abgeholt und fahren dann nach Friedrichsdorf.
Morgen geht es auf die Aero. Heute geht es dann nochmal was essen, was trinken. Ja, und dann gucken wir mal, wann es wieder zurückgeht. Wir lassen uns auch überraschen. Wir schauen schön immer ins Wetter, wie sich das gehört. Hast du noch was zu sagen? Wir lassen uns überraschen. Genau. Guten Morgen. Hallo. Wir sind auf der Aero, jetzt hier in Friedrichshafen angekommen. Gestern haben wir ja nicht mehr gefilmt, die Landung, weil einfach die Sicht so schlecht war und ich es vergessen habe, auf die Knöpfe zu drücken, war konzentriert. So, jetzt sind wir hier in der Halle, B5. Wir haben jetzt Eintritt bezahlt. 25 Euro. Und zwar pro Person. Also die nehmen es hier wirklich von den Lebenden. Wir hoffen, dass noch ein paar Services dabei sind, wie Sekt, Häppchen und so weiter. Mindestens. Ja, aber noch haben wir nichts aus einem Glas Wasser bekommen. Ja, wir schauen uns jetzt mal um, weil wir wollen ja auch hier heute Abend schließlich mit dem Flieger rausgehen. Gell? Du willst mir doch einkaufen? Ganz sicher. Ja, also wir gucken uns mal um und nehmen euch mal mit auf unsere Reise, was wir hier alles so Tolles entdecken. Und natürlich gucken wir auch ganz speziell mal im UL-Bereich. Gerade die Hubschrauber scheinen da dieses Jahr sehr im Vordergrund zu stehen. Also wir lassen uns auch mal überraschen, was uns noch so erwartet. Messebesuch schon ganz schön anstrengend, aber irgendwie ganz coole Sachen kann man hier finden. Wir sind gerade mal in der Pausephase, wie man sieht. Die Madame hat auch schon die Augen zu. Wir genießen noch ein bisschen die Ruhe, aber gleich geht's weiter und dann werden wir uns mal die weiteren Hallen anschauen, was da alles noch so Schönes zu sehen ist. Dann konnten wir tatsächlich selbst noch mal was ausprobieren. Wir haben einen Hubschrauber-Simulator der Firma VRM. Die kommen aus der Schweiz. Und das Besondere ist, auf dem Sitz, wo man sitzt,
hat man tatsächlich die Bewegung, fühlt man, weil das auf hydraulischen Füßen steht. Man kriegt eine VR-Brille aufgesetzt, hat dann die gleichen Pedale und Steuerknüppel wie in der Realität, eine R22 zur Verfügung und kann dann sein Glück probieren. Ja, man sieht es hier, es wackelt relativ stark am Anfang, bis man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat. Und dann habe ich es geschafft, den Hubschrauber ein bisschen ruhiger zu steuern. Ich bin einfach etwas höher geflogen, dann hat man den Bodeneffekt nicht. Ja, das hat richtig Laune gemacht und das war echt das Highlight der Messe. Ja, zum Schluss wurde ich etwas übermütig und dann hat der Operator einfach abgebrochen, bevor ich dann vom Himmel gefallen bin. Gestartet sind wir auf der Piste 28 in Markdorf. Start verlief planmäßig, alles top. Wir haben ins Wetter geschaut natürlich und da hat uns das Garfor überall grün angezeigt. Aber beim Schauen aus dem Fenster sah man schon, das wird sicherlich kritisch mit dem Grün. Und auf dem Weg nach Stuttgart erfolgt dann tatsächlich das erste kleine Schneegebiet. Die FIS hat uns auch gewarnt. Somit mussten wir dann einen Plan B ziehen. Ja, das ist der lange Gang unseres Hotels. Ein ungeplanter Hotelaufenthalt. Zum Glück gibt es hier einen schönen Getränkeautomat mit Fliegerbier. Wir werden wahrscheinlich das eine oder andere dafür auch uns gönnen. Auch Sekt gibt's. Weil wir nämlich hier festsitzen. Und warum wir hier festsitzen, das seht ihr gleich. Ja, vielleicht habt ihr es eben gehört, das ist das Prasseln des Regens, was auf die Fläche fällt. Und wir mussten hier in Mengen, auf dem Flugplatz eine Zwischenlandung machen, weil die Sicht uns einfach verloren gegangen ist. Das sieht man vielleicht gar nicht auf dem Filmchen jetzt hier so, aber es ist wirklich kaum Bodensicht vorhanden und wir sind hier um 12 ungefähr nach dem Start in Mackendorf. Markdorf? Markdorf? Naja, wo wir am Bodensee waren, mussten wir hier zwischenlanden, weil es war echt keine Sicht mehr. Naja, Sicherheit geht vor, klar. Alle safe, sind hier gut gelandet. Dann haben wir hier in der örtlichen Kneipe was gegessen, war auch ganz lecker. Einen Kaffee getrunken, ins Garfor geguckt. Und dann nur noch ins Garfor. sämtliche Satellitenbilder auswendig gelernt. Die gaukeln uns irgendwas vor. Also Garfor ist grün. Und hier ist wirklich keine Sicht. Wir versuchten auch eine Ausweichroute, nämlich rechts von Stuttgart zu fliegen, Richtung Würzburg. Erstmal weg von den schlechten Sichtbedingungen. Hat aber auch nicht geklappt, weil wir einfach hier in einem Loch sind. Das ist vielleicht gar kein Loch, aber in irgendeiner Form keine Chance, hier aus dieser Suppe rauszukommen. Andere haben es dreimal probiert. Wir haben es jetzt nur einmal probiert, haben aber nach dem Start sofort wieder eine Platzrunde geflogen und sind sofort zur Landung wieder gegangen, weil einfach keine Chance. Und ja, Landung war schön. Nochmal quasi was geübt. Ja, jetzt haben wir ein Hotelzimmer hier genommen. Auch sehr schön, das ist die Honeymoon Suite. Ja, klar. Ah, sieht alles nett aus. Es gibt hier Fliegerbier, so heißt es wirklich. Kostet 1,60 Euro die Flasche. Also von daher, wir sind erstmal ganz gut versorgt. Ja. Hoffen wir jetzt, dass morgen das Wetter endlich mal so wird, dass wir nach Hause kommen. Uns trennen ja quasi nur 2 Flugstunden von hier, das noch nicht mal. Ja. Und naja, aber wir werden nichts riskieren. Sicherheit geht vor und jetzt schauen wir einfach mal, wie der heutige Abend hier so wird, weil hier sind einige gestrandet. Bis später. Guten Morgen. Hallo. Ja. Was soll man sagen? Eine schöne Nacht gehabt. Hotel ist gut.
War warm wenigstens. Ja. Heute Morgen hat es dicke Schneeflocken runtergemacht. Das ist natürlich nicht so dolle. Scarfo haben wir geguckt. Auch das sieht nicht dolle aus. Jetzt warten wir einfach mal ab, was hier noch passiert. Wir hoffen auf ein Fenster ab 16 Uhr, dass da einfach die Sicht besser wird und dass wir dann einfach erfolgreich nach Hause fliegen können. Wenn nicht, haben wir das Zimmer schon mal geblockt und haben die Möglichkeit, am Morgen heimzufliegen. Also, wir lassen uns mal überraschen, was uns der Tag noch so bringt. Hier sind natürlich noch andere Piloten gestrandet. Mit denen haben wir uns natürlich auch ganz speziell über das Wetter unterhalten. Und es ist immer interessant, wie viele Fachmeteorologen es dann gibt. Und was man alles in irgendeine Wetterkarte rein interpretiert. Naja, aus dem Fenster schauen ist immer noch die beste Möglichkeit. Nach vielen Stunden des Wartens werden wir jetzt so langsam starten. Karte. Nee, nicht Karte, sondern Wetter haben wir jetzt ausgiebig gecheckt. Sieht ganz gut aus. Es soll aufreißen. Die Sicht soll besser werden. Von daher haben wir jetzt ein gutes Gefühl. Zwei weitere Piloten aus Utscheid haben jetzt das gleiche vor wie wir. Die müssen noch in die Eifel. Und ja, von daher haben wir jetzt ein ganz gutes Gefühl. Jetzt werden wir die nächsten nochmal kurz checken, den Flieger. Und dann kann es auch so langsam losgehen. Hoffen wir, dass alles gut klappt. Ja. Drückt mal die Daumen. Ursprüngliche Route westlich an Stuttgart wieder vorbei zu fliegen, mussten wir dann kurzerhand canceln, weil bei Poltringen die Sicht wieder so schlecht wurde. Und dann haben wir uns entschieden, östlich Stuttgart zu fliegen. Die FIS hat uns auch darin bestärkt und hat uns bessere Sicht versprochen, was dann auch so eingetreten ist. Naja, der weitere Rückflug war dann relativ entspannt. Teilweise kam dann auch die Sonne mal raus. Die Sicht wurde besser, optimal war es aber nie. Wir haben es dann geschafft, nach Langenlohnsheim zu kommen. Den Umweg hatten wir ungefähr mit 35 Minuten eingeplant. Wir hatten nochmal getankt, sodass das alles safe war. Hier befinden wir uns jetzt schon im langen Endanflug der Piste 01 in Langenlohnsheim. Als Fazit kann man sagen, wir hatten ein sehr spannendes Wochenende. Der Besuch der Aero hat sich mehr oder weniger gelohnt. Den Preis fanden wir etwas zu hoch, aber in der UL-Szene ist echt Bewegung drin und dafür hat es sich schon rentiert. Die Anreise war top und die Rückreise war halt eine tolle Erfahrung, die wir gemacht haben. Echt sehr spannend, aber das gehört zum UL-Fliegen dazu. Ich sage vielen Dank für das freundliche Zuschauen und bis zum nächsten Mal.